Hallo, schön, dass Sie bei den Modenwelten wieder dabei sind. Heute habe ich eine ganz tolle Aufgabe, nämlich dieses Haus ist nicht ein Einfamilienhaus. Hier wohnen 5 junge Paare und da ist ein Raum, wo sie sich alle treffen, zum Party machen, gesellig sein und den nehme ich mir heute vor. Die Eigentümer sind Brigitte und Michael und die lernen Sie jetzt kennen. Brigitte und Michael haben sich vor einigen Jahren dazu entschlossen, gemeinsam mit 4 befreundeten Paaren eine Wohngemeinschaft zu gründen. Damit jeder eine eigene Wohnung besitzt, haben sie an das Haupthaus ein zweites Haus in Eigenregie angebaut. Wir haben eine Alters-WG gegründet, weil wir uns gedacht haben, viele Menschen, wenn sie im gewissen Alter sind, haben so nicht mehr den Kontakt, haben nicht mehr so viele Menschen, mit denen sie zusammen was unternehmen können. Und warum nicht jetzt was machen für später, dass man dann mit mehreren Menschen zusammenleben kann? Ja, wir haben ein Haupthaus von 1938. Das haben wir innerhalb der WG jetzt die letzten 4 Jahre modernisiert und umgebaut. Und da wir noch etwas Platz für die 4 Personen, die mitgeholfen haben, brauchten, haben wir jetzt ein Nebenhaus nochmal mit 2 Wohnungen gebaut und haben jetzt Rick um Hilfe gebeten, eben unseren gemeinsamen Raum zu gestalten. Hi, grüß hallo, euch. Rick, schön super. Euch zu sehen. Hi. Grüß dich, hallo. Ich habe gehört, tolle Aufgabe, ja. Gemeinschaftsraum? Ja, ja? Wo? Klar. Zeig komm rein. Ja? Rein. Okay. Hoch. Was habt ihr denn hier für einen Saal? Ja, ist bis jetzt unser Tanzsaal gewesen hier in der WG. Wir sitzen hier nie. Wieso? Da habt ihr doch Sofas und so was. Ja, aber die ist mehr zu dekorativen Zwecken. Der vorherige Eigentümer hat die Heizkörper ein bisschen unterdimensioniert, wie man sieht. Heißt, wir haben einmal körperliche Kälte hier. Also es ist wirklich saukalt hier im Winter. Weil hier drüber auch eine Terrasse ist, die nicht gedämmt ist. Ja, und von der Wohnlichkeit her möchte ich gar nicht sprechen. Also. Was für Wünsche habt ihr eigentlich? Also es wäre sehr schön, wenn da irgendwas Behagliches wäre, was man sehen kann, was man fühlen kann. Also ein Kamin. Genau. Mhm. Michael, was möchtest du? Ja, ich könnte mir gut ein Kino vorstellen. Wie bitte? Ja, ein Kino, damit ich mit meinen Freunden ja dann gemeinsam hier Fußball gucken kann. Na toll, die Frauen zum Kamin, die Jungs zum Kino rüber. Genau. Und vielleicht auch mal was zum Sitzen? Wo wir alle drauf Platz haben. Wie alle? Wie viel seid ihr denn? 10. 10 Leute. Hi. Und das sind die restlichen 8 Mitbewohner, die schon sehr gespannt auf Ricks Ideen für den Gemeinschaftsraum sind. Ja, prinzipiell, da wir jetzt schon gehört haben, was Bi und Michael sich so gewünscht haben, denke ich einfach, dass das mit der Kaminecke besonders schön wird. Und auch ja, eben nicht die Kamine, die man aus dem Baumarkt kennt, die aussehen wie Plastik, sondern eben was richtig Schönes. Und auch Michaels Heimkino, denke ich, wird für die Jungs schon ein Knaller. Das Schwierige an dem Raum, den gemütlich zu gestalten, wohnlich zu gestalten, den so zu gestalten, dass man wirklich sagen kann, nach Hause kommt, sich hinsetzen kann und sagen, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Ne? Ich hoffe, dass der Rick uns ein Zimmer gestaltet, wo wir in der Zukunft sehr viele Abende oder Tage auch verbringen werden. Keine einfache Aufgabe für Rick und sein Team. Das Wohnzimmer ist durch seine 90 Quadratmeter große Grundfläche besonders schwer einzurichten. Den sonst so handwerklich begabten und kreativen WG-Bewohnern ist bisher keine Lösung eingefallen, um den Raum wohnlich zu gestalten. Rick hat die Wünsche der WG in seiner Planung berücksichtigt und erklärt jetzt die Details. So stelle ich mir euren Tanzsaal vor. Was ist das denn? Das ist euer Mittelpunkt. Ein großes Podest, 5 Meter im Durchmesser. Oh, Wahnsinn. Und wir machen den genau in der Mitte. Ja, super. Als Drehbühne. Und zwar auf diesen Bühne machen wir auch ein großes Sofa. Und das wird dann rund? Rund. Da gibt es einen Klassiker, den kannst du in allen Formen haben. Mhm. Und ich denke, da kriegen wir, also wenn wir das halbrund machen, kriegen wir alle Leute bequem unter. Mhm. Und ihr könnt es drehen. Und zwar, du wolltest ja einen Kamin, ne? Richtig. Und das sehe ich an dieser Wand vor. Mhm. Und zwar setzen wir die gesamte Wand ein Stückchen weiter vor, integrieren einen Kamin und vielleicht auch ein bisschen Stauraum links und rechts davon. Warum hast du dich für diese Ecke entschieden, Rick? Weil die andere Ecke, das ist auch so eine kleine Nische. Da habe ich gedacht, da wolltest du doch ein Kino haben. Ja, eine richtige Männerecke. Du siehst ja, wie die Stühle schon angesetzt sind. Ja, ja. Da könnt ihr gut Fernsehen oder Kino gucken. Mhm. Und wenn ihr mehr als 4 zum Fernsehen seid, dann dreht ihr das Ganze einfach zum Fernsehen hin. Sensationell. Ja? Ganz toll. Klasse. Doch bevor es richtig losgehen kann, muss erstmal Platz für neue Ideen geschaffen werden. Das alte Podest wird entfernt. An seiner Stelle wird demnächst ein kleines Heimkino für Stimmung sorgen. Damit's auch richtig gemütlich wird, suchen Brigitte, Michael und Rick nach passenden Sesseln. Hey, hey.
no one. Another friend to have a go on. Man sitzt bequem. Wie ist es denn so vom Platz her? Ja, hier könnte ich, glaube ich, auch noch noch ein paar Pfund Popcorn und ein paar Kirsch mehr, ja? Ja, ja, doch. Ich probier mal. Ja. Sieht ja schon bequem aus. Sehr bequem. Ja, auf jeden Fall. Seid ihr happy? Gebongt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut. Auf der Baustelle werden inzwischen die alten Glasfasertapeten entfernt. Die Wände sollen später farbig gestrichen werden. Für die Verlegung neuer Heizungsrohre muss zunächst der Marmorboden im Randbereich aufgestemmt werden. So können ausreichend neue Heizkörper montiert werden. Für den elektrischen Anschluss des Podests wird der Boden bis zur Mitte des Raumes zusätzlich entfernt. Nachdem die Installationen für Heizungen und Strom gemacht sind, werden die offenen Stellen mit einem Bodenbelag auf Zementbasis wieder verschlossen. Ach, guck mal, der Dreck auf der Baustelle ist vorbei und ja, die Steffi kommt. Genau, jetzt, ich habe gedacht, das müssen wir doch mal angucken. Hm? Es wird heute spannend, ne? Ja, bestimmt. Ja? Wir fangen jetzt mit dem Boden an, mit dem Spachtelfußboden in Schwarz. Okay. Und da können wir gleich hinten anfangen. Und dann ziehen wir das in einmal komplett durch, weil wir können uns zwischendurch keine Ansätze leisten. Okay, also ich quassel nicht dazwischen. Bitte. Gut. Einfach nur zugucken. Machen wir. Danke. Bei einer Bodenstärke von nur 5 mm ist dieser Bodenbelag auf Zementbasis sehr belastbar und man kann so große Flächen ohne Fugen schaffen. Die beim Gießen entstehenden Luftblasen verschwinden endgültig beim Austrocknen der Oberfläche. Mensch, Stefan, super Sache, würde ich sagen, oder? Ja, ich denke auch. Hier mit den Dreiecken so richtig schön geworden. Sieht sehr gut aus, auch wie sich das Licht da jetzt so drin spiegelt. Mhm, das ist noch nicht richtig trocken, das wird gleich ganz matt. Wie lange dauert das jetzt, bis das ausgetrocknet ist? Bis morgen früh, aber begehbar so nach 5-6 Stunden. Was ich ja auch gut finde, ist, dass ja eine prima Sache ist, wenn man jetzt einzelne Elemente im Fußboden kaputt hat, zum Beispiel bei Fliesen oder so, kann man diese Sache sehr gut nehmen, oder? Auf jeden Fall. Ich suche mir bei dem kaputten Boden einfach ein neues Designelement, lege den Boden neu fest, schneide den Rest raus, den ich nicht mehr brauche und lege einen Farbton hinein, den ich gerne haben möchte. Das ist mit Fliesen möglich und mit welchen Materialien noch? An jedes Material ist es anzuschließen, weil wir können hier mit Schichtstärken von minimal 6 mm arbeiten und hätten damit ja fast eine Höhe von einem Teppichboden. Mhm. Hier ist das ja nötig gewesen, weil die Heizungsrohre verlegt worden sind. Ne? Ja, ganz rum einmal komplett. Mhm. Deswegen haben wir so schönes umlaufendes Fries bekommen. Ja, sieht echt sehr gut aus. Könnte man da jetzt auch so verschiedene Farben reinmachen, also ein Muster? Ja, wenn der Kunde das wünscht, könnten wir zwei verschiedene Farben gleichzeitig mischen und die wie so ein Marmorkuchen ineinander laufen lassen, dass so ein Farbverlauf entsteht. Aber wir haben ja hier schon Marmorboden, da brauchen wir keinen Marmorkuchen mehr, ne? Absolut nicht. Gut, okay, dann polieren wir das morgen. Ja, gerne. Okay. Inzwischen wird auf der darüberliegenden Dachterrasse ein Loch für das Kaminrohr gebohrt. Hobbyhandwerker Michael schaut genau zu, denn von den Profis kann er sicher was lernen. Zum Beispiel einen Trick, um Staub und Dreck zu vermeiden. Einfach einen Bottich unter das Bohrloch stellen und der Raum bleibt sauber. Warum hast du denn hier schräg gebohrt? Wenn wir jetzt gerade gebohrt hätten, hier, weil ich Pilot war, wären wir genau hier rausgekommen. Die Verkleidung geht nicht so weit rüber, deswegen haben wir so nah wie möglich an der Wand gebohrt. Jetzt kann man hier mit dem Kaminrohr quasi schräg hochgehen. Das kann man einfach, ja. Mhm. Okay. Das Loch ist an der richtigen Stelle gebohrt und das Kaminrohr kann auf der Dachterrasse eingesetzt werden. Damit diese Stelle nachher auch ausreichend wasserdicht ist, wird es mit der Teerpappe an den Ansatzkanten abgedichtet. Rick hat sich für einen Gaskamin entschieden, der nicht nur optisch hervorragend zu seinem Einrichtungskonzept passt, sondern dem Raum wohlige Wärme gibt, zusätzlich zu den neuen Heizungen. Später wird der Kamin einfach über eine Fernbedienung entzündet. So bekommt man schnell und ohne viel Aufwand ein Kaminfeuer für gemütliche Winterabende. Damit nach dem Aufstemmen des Fußbodens nicht auch noch die Decke für die neue Beleuchtung aufgebrochen werden muss, wird eine Spanndecke aus Kunststofffolie eingezogen. Darunter lassen sich alle Elektrokabel für die integrierte Beleuchtung gut verlegen. Um die Folie richtig zu spannen, wird erstmal ordentlich eingeheizt. Ist der Raum warm genug, kann die Kunststofffolie gedehnt und Stück für Stück in die vorab montierten Schienen eingeklemmt werden. Bei dieser Größe werden dafür viele Hände gebraucht.
Da lassen sich die WG-Bewohner natürlich nicht zweimal bitten. Die Deckenfolie ist aus einem gesundheitlich unbedenklichen Material und recycelbar. Und sie bietet neben vielen Farbvarianten auch Vorteile in der Pflege durch ihre antistatische Oberfläche. Von der Decke zu den Wänden. Die streicht Malermeister Daniel in Brigittes Lieblingsfarbe Rot. Eine dunkle Farbe sollte man übrigens mindestens dreimal auftragen, damit die Wand nicht fleckig wird. Boah, Daniel, ich sehe ja hier richtig rot. Du warst ja fleißig. Naja, ich habe die Wand schon mal vorgestrichen. Sehr gut. Sieht gut aus. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig, diese farbigen Wände so ganz gleichmäßig zu bekommen. Ne? So ein bisschen gescheckt ist es immer noch, ne? Naja, wo du ein bisschen drauf achten solltest, ist halt, wenn du vorher die Ecken mit dem Pinsel und dem kleinen Wälzchen bearbeitest, dass du nicht so viel Zeit vergehen lässt, bevor du die Wand zustreichst. Denn sonst kriegst du wieder Ansätze rein oder Ungleichmäßigkeiten und das wollen wir verhindern. Ich habe jetzt schon öfter mal erlebt, dass wenn ich oben diese Ränder gemacht habe, dass dann im Grunde genommen so eine Kante entsteht. Weil du dann schon doppelt Farbe auf dieser Stelle hast, hast du ja schon eine Farbschicht mehr als auf dem Rest von der Wand. Und das ist dann diese Überlappung, die du da siehst. Und jetzt machen wir noch den Rest. Soll ich wieder die kleinen Pinselarbeiten machen? Ich bitte darum. Ja, gut. Na Brigitte, jede Menge Holz hier, ne? Das stimmt, aber sag mal, warum sind wir in einem Holzfachmarkt und nicht in irgendeinem Baumarkt? Weil wir da hingehen, wo die Fachleute einkaufen, wo man die größte Auswahl hat, die beste Qualität. Das Sideboard muss mit Nussbaum sein und da gucken wir jetzt nach gutem Holz, ja? Okay. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas machen wollte und ich würde Holz kaufen wollen, kann ich auch hier hingehen oder muss ich jedes Mal fragen, ob du mitgehst? Du kannst auch selbstständig hierher kommen, jedermann kann hier einkaufen. Ja. Und du kannst dich hier informieren und auch beraten lassen. Super, vor allen Dingen bei der Auswahl. Ne? Friedhelm, ich brauche deine Hilfe. Wir suchen ein schönes Holz für ein schönes Möbel. Und zwar entworfen habe ich hier ein Sideboard, das lang und rund gezogen wird, hinterm Sofa. Ja. Die Schiebetüren sollen ein richtig schönes Holzfurnierbild haben. Ja. Was schlägst du davor? Ja, ich glaube, wir fangen mal hier an. Wir haben hier eine Musterkette. Da zeigen wir zunächst einige Holzarten. Es fängt mit Eiche und Buche an. Eiche? Sollte dunkler sein. Nicht so dein Ding, ne? Ist nicht so mein Ding. Obwohl es wieder angesagt ist. Ja, also ich meine, so wie es jetzt hier aussieht, da würde ich so ein bisschen in einen noch wertigeren Bereich gehen. Also zum Beispiel jetzt hier sieht man zwei Muster aus Nussbaum. Und Nussbaum ist also schön von der Maserung her viel interessanter eventuell. Darunter ist eine Kirsche. Nee, Nussbaum ist schon gut. Das gefällt mir schon sehr gut. Friedhelm, Nussbaum, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Ich kenne das, wo in der Mitte der Spind heller ist und nach außen hin wird es dunkler. Ja. Es gibt Nussbaum-Sortierungen, die eben so ein bisschen Hell-Dunkel-Spiele haben. Mhm. Aber das ist jetzt eine Frage der Sortierung des Holzes. Das könntest du mir besorgen. Das können wir schon besorgen. Das ist schon ganz so richtig prägnant. Das kann ich dir bestellen, ja. Wunderbar. Okay, machen wir doch. So, Jungs. Ich habe mal eine kleine Stärkung gebracht. Zweimal Milch, einmal Schwarz, ne? Jawohl, jo, prima. Mann, das sieht heute aus, als ob ich nicht so viel helfen könnte. Ich fürchte ja. Also wir haben hier kleine Mikrocomputer hier im Raum verteilt, die wir nachher mit dem Notebook einrichten müssen. Weil das so eine ganz neue Technik ist hier mit diesem Lichtsystem, was wir einbauen. Genau, wir haben hier so viele verschiedene Techniken eingebaut in diesem Raum, dass wir einfach uns überlegt haben, wie wir das hinkriegen können. Und da ging es nur noch mit dieser Technik, die gewerkeübergreifend das machen kann. Das heißt Licht, Sonnenschutz, Temperatursteuerung, alles können wir damit realisieren. Das heißt, es ist eine ganz neue Technik. Das ist quasi so ein kleines Gehirn, wo alle Informationen drin sind. Genau, das ist in diesem kleinen Computer drin. Das Gehirn kriegt einen Stromanschluss, ganz normal, wie ich das auch kenne. Ich habe eine Ader mehr, wo nachher der Datenaustausch unterhalb der Module stattfindet. Ich habe zwei Ausgänge und kann verschiedene Sensoren anschließen, wie jetzt hier zum Beispiel einen Infrarotempfänger, wo ich dann her mit so einer kleinen Fernbedienung das Ganze steuern kann. Und ich wäre jetzt der erste Kandidat, ne, der diese Fernbedienung irgendwo verlegt und sie nicht mehr wiederfindet. Was passiert dann?
Natürlich können wir auch alle Funktionen manuell hier vor Ort bedienen. Ach so, an den Tasten. Das heißt, aber man hat auf jeden Fall weniger Schalter. Man hat auf jeden Fall weniger Schalter und wir haben auch enorme Leitungen eingespart. Kann man dann auch bestimmte Funktionen miteinander verbinden, dass ich einen Knopf drücke und dann geht das Kaminfeuer an und die Lichtstimmung am Esstisch und so weiter? Genau, das ist nämlich der Ansatz, dass ich nachher nicht hierher gehe und zig verschiedene Leuchtquellen anwähle, das Kaminfeuer und sowas, sondern ich drücke nur eine Taste und der gesamte Raum regelt sich so ein, wie ich das gerne möchte. Aber wenn das jetzt mal anders sein soll, muss man euch schon anrufen? Dann musst du immer uns rufen, das ist natürlich klar. Dann kommen wir mit unserem Notebook, programmieren den Schalter um oder eben die Funktion. Kleinigkeiten könnt ihr auch direkt machen. Jetzt werden die Heizkörper an ihren vorgesehenen Platz montiert. Die sieht ja eigentlich fast wie so eine Lichtinstallation aus. Ich könnte mir vorstellen, ja, der Rick hat da bestimmt wieder eine Glühbirne hinter versteckt. Ja, wenn man die Sendung von Rick schon öfters gesehen hat, lässt das doch vermuten, dass er wieder ein paar Lichter irgendwo noch einbaut. Genau, da ja, ist bestimmt eine kleine Glühbirne. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Hattet ihr denn vorher so ein Heizproblem hier in dem Raum? Ja, wir hatten vorher nur drei Heizkörper, drei kleine. Sie haben jetzt Skipulli hier teilweise sitzen müssen. Nee, echt Glühwein? Ja, 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 genau. Genau, also wir erhoffen uns schon, dass es neben dem optischen Effekt natürlich auch die Heizleistung bringt. Und die anderen kommen jetzt jeweils an eine Säule hier im Raum, oder? Ja, richtig. Also an alle acht Säulen, die du hier siehst, kommt jeweils ein Heizkörper. Ja, das sieht bestimmt gut aus und das hat dann auch nochmal quasi eine Wiederaufnahme des Designkonzeptes. Ja, genau. Die Rundung, die spiegelt sich dann dementsprechend hier im Heizkörper wieder. Mhm. Und wie ich meine, hat der Rick hier wirklich einen guten Wurf gelandet mit den Heizkörpern. Du bist zufrieden? Ja, super. Ich freue mich drauf. Ja, okay, dann machen wir jetzt die anderen sieben auch noch dran. Die Heizkörper gibt es in ganz unterschiedlichen Farben und Modellen. Sie können durch verschiedene Accessoires, wie zum Beispiel Spiegel oder Glasablagen, ergänzt werden. Also was sich so in wenigen Wochen hier so verändern kann, ne? Tja, so eine Baustelle nimmt allmählich Formen an. Ja, Wahnsinn. Aber hör mal, die Decke, die ist schön geworden. Ja, weil sich quasi alles drin spiegelt und man das Gefühl hat, dass es noch viel höher ist, ne? Genau, es reflektiert die Höhe. Vor allen Dingen, du weißt ja, vorher waren lauter Einbauleuchten. Und es war ja richtig Schweizer Käse da oben. Und die alle zu verlegen und zu versetzen und nochmal abzudichten und abzuisolieren, das war die schnellste, einfachste und sauberste Lösung. Mhm. Und ich habe gleichzeitig eine Schallakustikbremse hier. Mhm. Das hält nicht mehr ganz so sehr. Das stimmt. Aber es ist schon irgendwie wirklich enorm. Und es sieht irgendwie jetzt auch mit der Farbe ganz anders aus. Du sprichst mich gar nicht auf die griechisch-römischen Säulen an. Entschuldigung, mein Gestaltungselement. Die habe ich doch dran gemacht mit Michael. Ach, du weißt schon, dass es Heizkörper sind. Natürlich. Schade, wollte ich damit überraschen. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Mhm. Du hast doch bestimmt irgendwo noch eine Glühbirne eingeplant. Eine Glühbirne nicht. Eine schöne Leuchte wird ab und zu davor hängen, damit sie richtig zur Geltung kommen. Oben drüber? Ja, da kommt von der Decke noch was Licht. Aber warum jetzt graue Intarsien? Also es sieht ja total schön aus, aber ich hätte mich das wieder nicht getraut, weil ich gedacht hätte, gut, der Marmorboden, der hat so ein beige-grau, aber dann hätte ich beige genommen. Das wäre mir zu angepasst gewesen, weil wir haben ja jetzt eine ganz bewusste Form, die das ganze Marmor durchdringt, penetriert direkt. Also der Gang von der Tür bis zur Mitte auf Spitze und daher ein Kontrast. Und dann kommt hier? Das große Podest rein. Das Drehbodest. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Ach, natürlich. Ganz bestimmt. Das sieht bestimmt toll aus. Denn ich wollte ja so ein bisschen Stilmix haben, so ein bisschen eklektizistisch. Das heißt also unterschiedliche Epochen, weil wir haben ja ein bisschen Klassizismus, wir haben ein paar moderne Elemente mit dem Kamin und so ein bisschen 50s Retro-Look wollen wir haben. Also Stilmix, was wieder eine Einheit ergibt. Wahnsinn. Aber jetzt sieht es eigentlich schon richtig schön aus. Passiert denn noch viel? Oh ja, da wird noch jede Menge passieren. Ja. Also lass uns weitermachen. Ja. Ne? Gesagt, getan. Weiter geht es mit der Kaminverkleidung. WGler Michael lässt es sich nicht nehmen, beim Trockenbau zu helfen. Nach Ricks Plänen wird der Kamin mit Fermacell-Platten umbaut. In die ausgesägten Aussparungen sollen nachher noch Schrankelemente eingelassen werden. Später bauen WG-Bewohner Raphael und Schreinermeister Raimund das Herzstück der Einrichtung auf, ein drehbares Podest für das neue große Sofa. Was ich jetzt nicht verstehe, das Holz ist sehr dünn. Und was ist denn das für ein Holz? Das trägt, das ist eine Dreischichtplatte, die ist sehr stabil und halt leicht, weil es Nadelholz ist, Fichte Tanne. Mhm. Und die eignet sich sehr gut dazu. Vor allen Dingen, das sind großformatige Platten. Und mit den Spanten, das ist wie beim Schiffsbauch, wird das Ganze versteift. Das ist nachher komplett miteinander verschraubt und sehr stabil. Das Podest besteht aus drei Einzelteilen, die zusammengesetzt über einen Drehmotor in der Mitte angetrieben werden. Insgesamt kann das Podest ein Gewicht von maximal einer Tonne tragen. Vorsicht bei Etagenwohnungen, dann sollte man vor dem Aufbau die Deckentraglast aus statischen Gründen prüfen lassen.
Ansonsten kann bei diesem Gewicht eine Decke auch einstürzen. Dann sorgt Jan mal wieder für die richtige Fensterdekoration. Um den architektonischen Charakter der halbrunden Fenster zu unterstreichen, hat Rick entsprechende Raffrollos anfertigen lassen. Diese können problemlos durch eine Schnurzuganlage an den Seiten auf- und zugezogen werden. Als Lichtquelle über dem Podest hat Rick einen Deckenleuchter zum Selbermachen entworfen. Rick hat gesagt, wir basteln eine Lampe. Und ich weiß gar nicht, was wir tun sollen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch noch nie gemacht. Aber Rick hat mir genau erklärt, was er sich vorstellt. Wir haben hier diese drei Klettbandschienen, die wir unter die Decke schrauben müssen. Und wir haben auch was dafür genäht, was wir dann nachher dran kletten werden. Ja, und so eine runde Schiene habe ich noch nie gesehen. Ja, wo kommt das denn her? Das ist eigentlich nur eine ganz normale zweiläufige Gardinenschiene mit einem Klettband vorne dran. Ja. Das gibt's. Die Sonderanfertigung hier dran ist, dass das kreisrund gebogen ist in dem Radius, den wir haben wollen. Mhm. Welche Stoffe kommen jetzt da dran? Ja, die habe ich hier liegen. Oh, den kenne ich ja, den Stoff. Genau, das ist der, den ihr ja auch schon als Raffrollo in Rot habt. Und den haben wir als hellen Uni hier genommen für die Lampe. Oh, oben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oben das Flauschband dran, damit wir es oben festkleppen können. Klasse, und das machen wir jetzt. Genau. Zunächst werden die drei Ringe aus Vorhangschienen an der Decke montiert. Dabei sollte man darauf achten, dass die Ringe im gleichen Abstand mittig zueinander angeordnet werden. Sowohl an die Ringe als auch an die Stoffbahnen hat Jan vorher Klettbänder befestigt. So lassen sie sich ganz einfach miteinander verbinden. Je größer der Kreisdurchmesser, desto geringer sollte die Stoffhöhe sein. Als Leuchtmittel werden LED-Schlangen eingesetzt. Um dem Holzpodest einen edlen Look zu verleihen, verlegt Jan darauf einen Teppich, der mit einer Technologie ausgestattet ist, die gesundheitsschädliche Stoffe und Gerüche aus der Luft umwandeln und abbauen kann. Vor den neuen Heizkörpern werden Hängeleuchten platziert. Sie betonen die Heizkörper und ergänzen das Lichtkonzept. Die gesamte WG ist mal wieder voll im Einsatz und baut das neue Sofa auf. Dieser variable Klassiker ist mit einem hochwertigen, pflegeleichten Leder bezogen. Fünf Mann und ein Sofa, alle in der Falte. Super. Wir setzen uns so lange. Genau. Bequem? Ja, sehr schön. Ja? Und du findest es auch bequem, oder? Ja, es ist bequem und ich finde, es ist auch wahnsinnig variabel, weil du kannst es auch in verschiedenen Formen anrichten. Ja, genau. Also hier haben wir einen Halbkreis, aber es gibt auch große Säle, wo man das so richtig eine langgezogene S-Kurve machen kann. Mhm. Also passt sich jede Situation an. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das Sideboard. Da kommt man doch von hier aus jetzt gar nicht dran. Das muss auch nicht sein. Weil du hast ja einen Kreis, du kannst ja von außen rankommen. Mhm. Und ich wollte, dass das Möbel ein bisschen gehalten wird. Also nicht, dass man einfach mit dem Rücken frei im Raum ist. Jetzt von der Anmutung her ist es so ein bisschen 50er Jahre, ne? Also ein bisschen als ja, ich sagte, so ein bisschen eklektisch. Also so ja, ein bisschen das Romantik, ein bisschen das Plüsch und die Rundung und die Moderne. Mhm. Also es ist richtig ein bisschen an den 50s angelehnt, ja, dieser Stilmix. Das heißt, wir könnten ja dann eigentlich morgen Petticoat anziehen. Also wenn die Arbeit alles fertig ist, dann kommen wir morgen und machen Petticoat-Party, oder? Auf jeden Fall. Ja, du auch. Gut stehen. Ja. Hohe Schuhe und Strümpfe dazu. Doch bevor die Party starten kann, gibt Britta mit ihrer Dekoration dem Gemeinschaftsraum den letzten Schliff. Diese Einrichtung hat mir richtig Spaß gemacht. Weißt du, die ganze WG super gut drauf und ein bisschen einrichten mit den Augenzwinkern. Genau, und das Schöne ist, wir haben jetzt auch neue Namen, weil ich könnte dich doch jetzt auch James Dean nennen. Und du bist Conny Francis meiner Träume. Genau, und bei unserer 50er-Jahre-Party, da drehen sich nicht die Schallplatten, sondern unsere Bühne. Bühne ab, und da sind sie. Hey! Und wie gefällt's euch? Genial. Super, ja? Ihr seid richtig gut drauf, hör mal. Ja. Geschwindigkeit ist gut oder noch ein bisschen schneller? Nee, man darf ja nicht schlecht werden. Und wisst ihr, warum ihr euch so hindreht? Ihr wolltet ja einen Kinobereich haben. Den haben wir ja hier hinten. Und wie ihr seht, alles so angeordnet wie im richtigen Kino. Ausgerichtet zur Leinwand.
Und natürlich die Farben auch wieder in deine Lieblingsthemen, die Rottöne, aber ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Und dadurch verschwindet die Wand auch so ein bisschen, ne? Ja, und weißt du, warum die Wand drin ist? Wegen Brigitte. Jawohl. Ist das genug Stauraum? Auf jeden Fall. Da bringt sie alles unter, ne? Mhm. Und vor allen Dingen, wenn die Jungs mal tagsüber Fußball gucken wollen, ne? Richtig. Richtig. Zum Verdunkeln. Dann einfach mal draufdrücken. Wow. Und so hat man doch richtig das richtige Kinoerlebnis. Ja, hier, ne? Das sieht sehr schön aus, echt. Aber wirklich. Ihr wollt hoffentlich nicht die ganze Zeit immer nur ferngucken, denn es gibt ja andere Jahreszeiten. Da ist es manchmal auch ein bisschen kalt und bitter und unschön. Die Bühne dreht sich. Wohin? Zum Kaminbereich. Oh. Romantisch. Kuscheln. Und für die traute Zweisamkeit, wenn man mal alleine ist, zwei Sessel vor dem Kamin. Aber ihr seht jetzt, warum der Kamin so hoch ist, dass ihr vom Podest auch richtig schön reingucken könnt. Mhm. Und die Installationswand? Ja, ist eigentlich keine Installationswand, sondern dahinter verbirgt sich Stauraum. Aber heute ist so ein schönes Wetter. Ja. Und wir wollen den Kamin nicht anmachen, weil sonst wird es hier einfach zu warm. Der Garten ist doch traumhaft. Also, Bühne ab und zum Garten. Gefällt's euch denn eigentlich? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Super cool. Ja. Ja. Alles da, wie ihr es wollt? Ja. Alles. Stauraum, Farbe, Bereiche, alles klar? Super gut. Ich wollte sagen mal, bevor wir jetzt zum Feiern übergehen, wisst ihr noch, wie es vorher ausgesehen hat? Nein. Wollen wir gar nicht mehr wissen. Und so sah es hier noch vor wenigen Wochen aus. Aus dem kühlen und ungemütlichen Zimmer ist ein echter Gemeinschaftsraum mit viel Wärme und Behaglichkeit geworden. Wo vorher das provisorische Podest stand, ist nun eine Fernsehecke mit echtem Kinofeeling entstanden. Viel Stauraum bieten die neuen Küchenmöbel, die Rick für den Wohnbereich zweckentfremdet hat. Die roten Hochglanzfronten passen perfekt in das Farbkonzept der Kinoecke. Auf der gegenüberliegenden Seite lädt die Kaminecke zum Entspannen ein. Der Gaskamin lässt sich auf Knopfdruck entzünden. Die Hussensessel sind bequem, ihre Bezüge lassen sich leicht austauschen. Die Stühle aus Kunststoffgeflecht sind auch für draußen geeignet. Vorher herrschte ungemütliche Leere. Nun dreht sich in der Mitte das Herzstück der Einrichtung, das Podest. Die Tischleuchten auf dem Sideboard geben durch ihren Stoffschirm ein angenehmes, warmes Licht. Passend zum runden Couchtisch aus Glas hat Rick darüber den selbst entworfenen Deckenleuchter platziert. Durch den Einbau von LED-Schlangen können verschiedene Farben angewählt werden. Ein absoluter Hingucker ist die Stehleuchte mit einem geschwungenen, opalweißen Schirm. Rick ist auch diesmal eine Umgestaltung gelungen, die keine Wünsche offen lässt. Paula hat ein echtes Wohnproblem. Das Erdgeschoss ihres Hauses ist durch mehrere Umbauten völlig verbaut und sehr dunkel. Sie hat Rick um Hilfe gebeten, damit er ein Konzept